Schweiz, wohin? Zu diesem Thema hat am Montag am Abend in der Festhalle Zwillisau Bundesrätin Doris Leuthard ihre Perspektiven aufgezeigt. Schwergewichtig ist es dabei um Umwelt, Verkehr und Energie gegangen. Ebenfalls ein Thema war der Wahlkampf 2015. Da war die CVP Kanton Luzern 3 zusätzliche Sitze erlangen. Zu diesem Thema hat der Kantonalpräsident Pierre Mignon seine strategischen Schachzüge bekannt gegeben. Mobilisieren, mobilisieren, mobilisieren. Bundesrätin gegenüber Telenap Tele Zentralschweiz. Wo sehen Sie die Herausforderungen energiepolitisch für die Schweiz? Ja gut, im Moment sind wir natürlich noch in der Beratung von der Gesetzesvorlage. Und wir haben Zeit. Ich glaube, wichtig ist, dass die Bevölkerung und die Unternehmen nicht das Gefühl haben, wir müssen jetzt morgen schon alles gelöst haben, sondern man muss sich Zeit lassen und das planen. Und wir müssen eine gute Abstimmung finden zwischen der Förderung und da, wo man marktwirtschaftlich aufbauen kann, an erneuerbaren Energien. Und das Dritte ist natürlich, wir müssen unseren Verbrauch zurückbringen, weil das ist natürlich zu 78% importierte Energie, es ist fossile Energie und das ist auch eine langfristige Aufgabe, aber das schaffen wir. Die Exportindustrie ist ja der Frankenkurs sehr wichtig, auch der Energiepreis ist sehr wichtig. Wie sehen Sie da die Entwicklung tendenziell? Geht nach oben oder nach unten? Ja, im Moment haben wir natürlich einen sehr tiefen, rekordtiefen Erdölpreis. Wir haben das letzte Jahr, das vorletzte Jahr 20 Milliarden ausgegeben für Erdölprodukte, also inklusive Treibstoff. Und das ist natürlich jetzt mit dem tiefen Erdölpreis und mit dem starken Schweizer Franken sparen wir da auf einen Klapp 5-6 Milliarden. Das ist gute News. Das ist gut für die Industrie, die eben vor allem auch noch Erdölprodukte braucht. Schwierig ist natürlich im Strom. Da haben wir in der Schweiz immer in einem Mittelfeld von Industriestrom und da müssen wir sicher Sorge haben, dass wir das weiterhin haben können. Und darum tun wir auch nicht übertreiben mit Fördern, sondern da machen, wo schlussendlich dann eben auch die Wirtschaft stärkt, wo man wieder Technologien entwickeln kann. Danke vielmals. Danke Ihnen. Der Kantonalpräsident Pierre Mignon will seine Partei im Wahljahr vorwärts bringen, nicht zuletzt auch dank bundesrätlichem Schulterschluss. Die CVP Kanton Luzern geht mit den 3 Themen gute Bildung, zügige Energiewende und gesunde KMU im Wahlkampf. Was ist das Ziel für den 29. März? Die CVP Kanton Luzern wird am 29. März die stärkste Partei bleiben im Kanton Luzern. Das Ziel ist über allem. Wir streben aber auch an, 3 zusätzliche Kantonsratsmandate für die nächste Legislatur. Ihr habt ja ausreichend Kandidaten. Wie viele Kandidaten haben wir? Ich kann heute sagen, dass wir 100%ig in den Wahlkampf gehen können. Das heisst, wir haben 100 Kandidatinnen aus allen Berufsschichten, aus allen Alterskategorien. Hättet ihr noch mehr gehabt? Die 100 Kandidatinnen und Kandidaten, da fühlen wir uns sehr stolz, dass wir die haben. Ich glaube, das reicht, um in der Bevölkerung eine Auswahl zu geben an fähige Leute, die sie wählen dürfen, im Kantonsrat. Der Kantonsrat, der 120 Sitze hat. Je nach politischer Wetterlage kommt der Wind etwas von der einen oder von der anderen Seite. Die Krise, also von diesem Baum, fallen entweder ins eine Gärtchen oder ins andere Gärtchen. Bei der Positionierung und Themen, wie sind ihr da vorgegangen? Wie haben ihr probiert, den Wind zu spüren? Es geht um die Zukunft vom Mittelstand, von unserer Familie, bei uns im Kanton Luzern. Und wenn wir die Zukunft anschauen, dann braucht es zuerst eine gute Bildung, eine Volksschulbildung, aber auch eine Berufsschulbildung und eine Weiterbildung. Dann brauchen wir eine raffinierte Energiewende, dass unsere zukünftige Familie, zukünftige Mittelstand auch Energie hat, um das Leben frei können zu gestalten. Und wir brauchen natürlich starke, gesunde KMU und Gewerbler, die eben für Arbeitsplätze sichern, wo die Arbeit in der Region halten und mit dem auch das Leben in der Region sicherstellen. Wie grenzt ihr euch ab von anderen Parteien? Die CVP ist die Partei der Mitte. Wir fokussieren uns ganz klar auf den Mittelstand, fokussieren. Wir fokussieren uns auf die Familie. Fokussieren. Wir sind eine Partei, die ausgewogen Politik macht für Jung und Alt, für Stadt und Land, für Gewerbler, aber auch für Akademiker. Wir sind eine Konsenspartei und wollen eine Konsenslösung, dass wir zusammen in eine erfolgreiche Zukunft können. Für den Kanton Luzern, aber auch für die Schweiz. Das Referat von der Bundesrätin Doris Leuthard werden wir in einer Sondersendung bringen. Das Datum ist unten eingeblendet. Können Sie uns kurz zusammenfassen, über was hat Bundesrätin Doris Leuthard heute in Wilisau geredet? Es ist für uns natürlich
super Ehre, dass Bundesrätin Doris Leuthard heute zu uns zum Wahlkampfauftakt gekommen ist. Am ersten Tag nach der Fasnacht, wo der Wahlkampf richtig losgegangen ist. Doris Leuthard hat im ersten Block die Möglichkeit geboten, mit den Kandidierenden zusammenzukommen. Die Kandidierenden durften sie kennenlernen, persönlich bei einem Gespräch, bei Diskussionen, aber auch bei einem Abprobe. Im zweiten Teil hier im Saal innen, vor über 250 Teilnehmern, hat Doris Leuthard uns aufgezeigt, woher es eben mit der Schweiz gehen kann, woher es mit der Schweiz gehen kann, in eine positive Zukunft. Und da hat sie uns gezeigt, was das bedeutet, wo wir die Schraube stellen müssen, dass eben die Zukunft positiv ist. Danke vielmals.